so, das ist der Kleine. Das Spiel mit der Wahrnehmung ist eigentlich ganz wichtig. Ich zähle ja zur Wahrnehmung eine ganze Menge, dass man hier natürlich bloß Fotos sieht, ist eine andere Sache. Ne? Also für mich war ja auch der Körper mal zum Anfang sehr interessant, dass ich mich sozusagen ins Bild begebe körperlich und dann davon Aufnahmen mache. Ne? Und das war sozusagen für mich ein Beobachten dessen, was man macht durch ein anderes Medium. Das Problem ist ja immer der Erkennbarkeit der Welt. Und mit dem Rohr wird es eben soweit interessant, da die Grenze, deswegen heißt die Ausstellung auch Limes Mundi, die Grenze eng gezogen wird. Also wir bewegen uns in der Wahrnehmung in einer engen Grenze und das Rohr verkörpert diese Grenze, deswegen heißt die Serie auch im Kreis der Wahrnehmung. Und da fällt nur noch ganz wenig Licht rein. Wenn ich das Rohr ein bisschen anhebe, kommt von dieser Seite Licht rein. Das ist man nicht gewohnt, so hat man den Gegenstand noch nie gesehen. Und so wird dieser Gegenstand völlig anders interpretiert. Und so funktioniert eben unsere Wahrnehmung. Das ist eine Konstruktion. Das Gehirn überlegt immer, was kann es sein, versucht das abzugleichen. Ne? Und da findet es irgendwie was. Naja, und dann denkt man, das ist das. Aber wenn man dann ein bisschen rationell dann rangeht, also mit Wissen sozusagen über die Dinge, dann kommt man zu dem, was man da eigentlich sieht. Der Observator ist eine Weiterentwicklung der OM-Station, das war eine Beobachtungsstation, die ich im Ruhrgebiet mal aufgestellt habe zum Festival. Und ich glaube, dann so ein paar Jahre später hatte ich die Einladung nach Slupice zum Festival von Jerzy Olek und dachte mir, ich könnte da so eine Beobachtungsstation zwischen Polen und Deutschland installieren. Und ich habe mich dann entschieden für eine mobile Station, die man sozusagen rumfahren kann, also die man von Polen nach Deutschland schafft und wieder umgekehrt. Damals war ja noch die Grenze kontrolliert, das heißt, wir mussten durch die Grenzkontrolle durch mit den Observator. Und die Observation oder sagen wir mal das Beobachten ist ja eigentlich ein altes Thema von mir. Ne? Denn wenn ich sozusagen fotografiere oder einen Film mache, ist ja automatisch eine Beobachtungssituation und auch eine Observationssituation. Und ich habe mir immer Gedanken gemacht, ja, was ist denn so das Medium Fotografie? Was gibt es denn da so für Hintergründe und für Möglichkeiten? Und da ist natürlich die Observation eine ganz interessante Geschichte. Man muss sich da eigentlich im Klaren sein, dass also objektive Wahrnehmung ganz schwierig zu realisieren ist. Der Fotograf kommt an, macht ein Bild und sagt, das ist die Wahrheit. So, das kann es aber nicht sein. Ne? Also ich sagte ja schon vorhin, dass ich so die Empfindung habe, dass die Wahrheit eine Konstruktion ist. Ne? Und die ist ja nicht bloß eine Konstruktion, sondern ist auch eine Machtfrage halt. Und deswegen habe ich auch eine andere Erfahrung gemacht, die natürlich aus dem Osten gekommen, so dass die Behörden natürlich auch so eine Leute sind, die natürlich behaupten, das ist so und so und so. Es ist aber nicht so. Ne? Und ich hatte auch Fotografieren verboten gemacht, ne? Und da habe ich die Leute auch sehr mit irritieren können. Ne? Und wenn ich dann sozusagen als Amtsperson aufgetreten bin, ich sage ja, ich mache hier von Amts wegen und da sage ich das Fotografieren, dann haben die Leute das auch akzeptiert. Und deswegen habe ich dieses Amt für Wahrnehmungsstörungen 93 gegründet und heute sind wir ja ziemlich nahe dran mit diesen ganzen Fakes, die überall ablaufen. Ich habe so eine Ader für obskure Sachen oder wo ich sozusagen eine Antiporträt mache, weil die Blende sozusagen den Zugriff auf die Person verweigert. Also da muss man sich wirklich fragen, ist das noch ein Porträt oder was passiert da eigentlich oder warum mache ich jetzt so ein Porträt oder warum könnte ich jetzt so ein Porträt machen? Und es ist ja nicht, findet ja nicht bloß bei mir statt, so eine Veränderung der Porträtsituation. Man sieht es ja auch bei Kollegen in den letzten Jahren, dass das immer mehr relativiert wird. Ne? Also das, wo man sagt, ja, das ist so eine humanistische Auffassung, man muss den Menschen sehen und alles und total, ne? Das tritt immer mehr zurück. Ne? Ja, ich habe mich immer für Philosophie interessiert, für Geschichte. Da ist die Fotografie dann eben auch so ein Mittel sozusagen, wie wenn ich was aufschreiben würde, wo ich mich dann weiter unterhalten kann, wo ich auch was festhalte,
wo, ja, so mit so einem Foto kann man ja auch noch wieder was machen. Das holt man raus, betrachtet man wieder, man findet wieder neue Sachen dazu. Und die Frage ist ja auch, wenn ich was anschaue, wie schaue ich das an und wie interpretiere ich das Ergebnis so?